Hallo, herzlich willkommen bei Laber Reviews. Ja, ziemlich spät heute und auf den letzten Drücker so ziemlich war ich noch in Planet der Affen Survival oder War of a Planet of the Apes. Ich bin einfach nicht dazu gekommen, halt. Ich wollte ihn unbedingt gerne sehen, aber ich habe es halt immer wieder aufschieben müssen wegen bestimmter Sachen und jetzt endlich habe ich ihn gesehen und das ist im Prinzip nur noch eine obligatorische Review, weil ich bin mir sicher, die meisten von euch, die ihn sehen wollten, haben ihn schon gesehen. Keine Ahnung, keine Sorge übrigens, ich schwitze nicht wirklich, ich glänze nur so komisch im Licht. Man muss natürlich über die Vorgänger reden und ich lasse da mal die Originalreihe, weil davon kenne ich sowieso nur den ersten. Und das Tim Burton Reimagining raus, sondern halt nur die Filme, die wirklich zu dieser Reihe gehören. Ist ja im Prinzip eine Prequel-Reihe zum Original Planet der Affen. Ich habe sogar beide im Kino gesehen, aber das war nicht zu einer Zeit, wo ich die Laber-Reviews gemacht habe. Also das eine war lange davor, der eine Film war lange davor und der andere entstand in dieser 2014-Pause. Ich mochte den ersten sehr. Ich habe ihn sogar zweimal im Kino gesehen. War ziemlich begeistert von den Figuren und von der Art und Weise, wie der Plot verlief und so weiter. Fand ich toll und halt die Tricks waren damals auch ziemlich cool und heute ist es halt ein bisschen angestaubt hier und da, aber es ist halt trotzdem für eine gute Filmsitzung hier. Der zweite, der fand ich war storytechnisch schwächer und die Menschenfiguren waren so fürchterlich flach und eindimensional. Im Vergleich zu einigen der Affen-Charaktere, dass ich mit dem Film einige Probleme hatte, aber meine Güte, haben sie da technisch nochmal getoppt und gibt es da tolle Sachen in dem Film. Der zweite ist auch gut. Der dritte, ich glaube, es ist der beste der Reihe. Und es ist ja das Finale, würde ich mal sagen. Und entgegen einiger Leute, die sagen, man kann den dritten sehen, ohne die ersten beiden gesehen zu haben. Ich würde sagen, tut das nicht. Wenn ihr den dritten guckt, solltet ihr die ersten beiden gucken, weil man muss wissen, wo Caesar angefangen hat und wie seine Entwicklung verlief, damit dieser Film so sehr nachwirken kann, wie er es tut. Caesar und seine Affen haben sich für eine Weile versteckt, aber sie werden gejagt von Menschen. Und nach einem tragischen Vorfall sucht Caesar die Menschen, die ihn gejagt haben und trifft auf eine Gemeinschaft, die ziemlich durchgeknallte Sachen macht. Und er muss schwierige Entscheidungen treffen. Und unterwegs begegnet sie einem kleinen Mädchen, das nicht sprechen kann und sich seltsam verhält. Und ich glaube, mehr sollte ich nicht verraten, handlungstechnisch. Weil, ja, es funktioniert besser, wenn man so kalt wie möglich reingeht. Das ist einer der Trailer, ich glaube, das war der finale Trailer, der spoilert eine bestimmte Sache, wo ich dachte, ach, scheiße. Aber das passiert ziemlich früh im Film. Das passiert so in der ersten Viertelstunde, in den ersten 20 Minuten oder so. Und das ist halt ein großer Aufhänger, aber trotzdem hätten sie das nicht zeigen sollen, denn das hätte die Wirkung hier noch mächtiger gemacht, weil ich halt wusste, das passiert jetzt garantiert irgendwann und dann ist es halt passiert und das hat ihm viel genommen, also das ist Fox, wie auch immer. Der Film ist spektakulär gut gemacht. Die Einstellung, die Shots, die Szenarien, die sie hier machen, sind der Wahnsinn und wirken nach, richtig mächtig nach. Und die Figuren sind alle mehrdimensional. Unterwegs begegnen sie einem anderen sprechenden Affen, gespielt von Steve Zahn, der ein bisschen Komik beisteuert, aber es ist willkommen, denn dieser Film ist trostlos. Dieser Film ist düster, er ist brutal, er ist tragisch. Er ist all das, was ein guter, sozusagen postapokalyptischer Film haben sollte. Andy Serkis braucht spätestens nach diesem Film einen Oscar für sein Lebenswerk. Dieser Typ überzeugt in jedem Bild, in dem er ist. Es ist einfach unglaublich, wie er durch dieses CGI-Make-up, wie das durchkommt, jede Emotion, jede Regung, alles ist so nachvollziehbar und das gilt auch für alles andere.
dieser Film ist technisch so unglaublich. Das ist die Art von Filmmagie, für die das Kino gemacht wurde. Und ich übertreibe hier nicht, wenn ich das sage. Dieser Film hat Einstellungen und Momente für die Ewigkeit. Dafür gehen wir ins Kino. Dafür existiert das Medium Film. Für so etwas. Matt Reeves als Regisseur liefert hier wirklich was Großes ab. Woody Harrelson ist der Schurke sozusagen, aber er ist nicht eindimensional. Also er hat wirklich mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Es gilt für das meiste. Es hat alles viel mehr Tiefe, als man zuerst glauben mag. Und auch das, was es mit dem Mädchen und so weiter auf sich hat, wird gut erklärt und schließt sozusagen den Kreis, ohne zu viel verraten zu wollen. Es gibt ein paar kleine Plausibilitätsprobleme hier und da, wo man halt denkt, das ist nicht ganz nachvollziehbar, dass das irgendwie so funktioniert. Und ihr werdet sehen, ich denke, die den Film gesehen haben, wissen, was ich meine. Wo ich mir denke, hier gehört schon irgendwie eine ganze Menge Glück dazu oder halt Plot Convenience, dass das so und so funktioniert. Erik Granger, also Gronkh, hat hier eine Sprechrolle. Er spricht den Soldaten, der ganz am Anfang quasi, die große Sprechrolle von den Soldaten ganz am Anfang. Und ich weiß, einige von ihm hatten Probleme mit ihm als der Joker in Lego Batman. Hier klingt das als, das ist eine völlig andere Rolle, ein völlig anderer Film, was er hier macht. Und man erkennt ihn kaum. Also das ist unglaublich. Das ist wirklich toll, was er hier macht. Und wie gesagt, das Schauspiel ist fantastisch. Die Visual Effects, Leute, gebt jedem von ihnen einen Oscar. Wirklich für diese Art von Effekten. Dafür wurde das auch erfunden. Dafür existiert CGI. Dafür existiert Motion Capture. Und Andy Serkis bekommt nicht genug Anerkennung von der ganzen Welt dafür, was er mit all diesen Figuren, die er auf diese Art gespielt hat, geleistet hat. Und dass er wirklich die Technik quasi mitentwickelt und salonfähig gemacht hat. Es ist unglaublich. Absolut unglaublich. Und auch Terry Notary, der ja oft mit ihm zusammenarbeitet und hier auch eine Rolle hat, der sollte da auch nicht vergessen werden. Und das ist diese Art von, wenn ich sage, er ist trostlos und düster und auch deprimierend auf eine gewisse Art, dann meine ich das im Positiven. Halt, nämlich, ich kritisiere zum Beispiel sowas wie Batman, wie Superman und Man of Steel für diese Attribute, aber dort fühlt es sich nicht verdient an, da fühlt es sich an wie ein Stilmittel, das sie in den Film hineinzwingen und es passt nicht hinein, halt überhaupt nicht. Und hier ist es einfach diese Stimmung, die sie erzeugen, die Landschaftsbilder, die Panoramashots, die intimen Einstellungen in Gesprächen und Charaktermomenten. All das funktioniert so gut und einen ganz großen Teil trägt auch Michael Giacchino's Score dazu bei, selbstverständlich, der genau weiß, wann er spannend sein soll, wann er emotional sein soll und wenn er auf die Tränendrüse drücken muss. Eieiei. Also auch Wahnsinn, ein audiovisuelles, großes Werk ist das geworden. Ich würde nicht sagen, es ist mein Lieblingsfilm des Jahres, aber er ist einer der besten soweit dieses Jahres. Wirklich, wirklich grandios gemacht, grandios gespielt. Und die richtige Länge hat er auch. Also dieser Film ist verdient, so lang wie er ist. Und er fühlt sich nicht so an, weil man die ganze Zeit mit den Charakteren dabei ist und will, dass ihnen nichts Schlimmes passiert. Ja, also ich bin sehr, sehr spät dran mit dieser Review. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt und er vielleicht noch im Kino läuft oder falls ihr ihn vielleicht tatsächlich verpasst habt, holt ihn euch auf DVD, wenn er rauskommt. Vor allem, wenn ihr die anderen noch nicht gesehen habt, guckt sie auch und guckt dann diesen. Diese Reihe ist... Also, ja, wenigstens so einen Hit hat Fox. Und
Es war die richtige Entscheidung, da quasi ein Prequel-Reboot zu machen und das so zu machen. Das war eine starke Leistung und ich hätte nicht gedacht, inwiefern sich das entwickeln könnte. Noch eine Warnung, guck dir nicht in 3D. Halt, das ist eine, also die Konvertierung stört nicht, also er lässt sich gut gucken, aber es ist halt offensichtlich, dass es Post-Conversion, man hat keinen 3D-Effekt wirklich. Genauso wie beim zweiten. Beim zweiten war es eigentlich noch blöder. Also 3D ist absolut überflüssig bei diesem Film. Aber ansonsten gibt es eigentlich wirklich nichts zu meckern, außer halt den Punkten, die ich erwähnt habe. Also es ist wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Film, der mich auch echt sprachlos gemacht hat. Ich denke, das merkt man. Ja, wie gesagt, weil man so auch nichts spoilern sollte in dem Sinne. Aber es gibt auch viel Symbolismus, einiger auch religiöser Art. Wie gesagt, die Effekte. Und lustigerweise vom ersten Film an, der Orang-Utan sah immer am besten aus. Was ich sehr interessant finde, weil warum ausgerechnet der Orang-Utan? Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, aber er halt wirklich ist von allen am besten animiert. Sodass ich wirklich denke, ach, die hatten einfach einen echten Orang-Utan. Das ist echt der Mann. Und die Schauspielerin, die das Mädchen spielt, ist auch wirklich, wirklich, wirklich gut. Also das ist irgendwie das Blockbuster-Jahr, wo wir die Hauptfigur haben, die sich in dem Sinne, die in dem Sinne halt ein Kind am Hacken hat und wo sie halt herumreisen. Wir hatten Logan, wir hatten The Dark Tower und jetzt den hier. Keine Ahnung, ob noch was in dieser Art rauskommt, aber das finde ich schon lustig. Das ist die Held hat Kind am Hacken in einer schlimmen Umgebung-Trilogie. Das finde ich schon cool, dass all diese drei Filme im selben Jahr rauskommen. Mal gucken, ob vielleicht irgendwie noch was anderes kommt dieses Jahr. Wer weiß, wie der neue Star Wars wird. Tut mir leid. Bevor ich mal müde war, ich hatte echt einen langen, langen Tag. Sehr anstrengenden Tag. Und dann halt auch noch diesen langen, treffenden Film am Schluss davon. Ja, ich bin vor ein paar Stunden frühzeitig aus der Bulli-Parade rausgegangen und aus dem hier. Hier saß ich bis zur allerletzten Sekunde. Ganze Abspann. Das muss man auf sich wirken lassen. Halt zusammen mit der Musik und allem. Also meine Güte, dieser Film ist toll. Wirklich, wirklich toll. Und falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihn und guckt die anderen beiden auch. Ist ziemlich sprachlos. Passiert nicht oft. Wow, das braucht dich. Noch so einen richtig, richtig guten Film. Kurz vor dem Ende der Sommerferien. Am Donnerstag gehe ich noch in Dunkirk spätestens. Wird auch mal Zeit. Mal sehen, ob ich den so gut finden werde wie diesen hier. Wird schwer sein, daran zu kommen. Ich empfehle mich. Das war Laber Reviews. Ich freue mich auf euer Feedback. Kommentiert, falls ihr auch den Film gesehen habt und ob er euch gefallen hat oder ob ich euch neugierig gemacht habe. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.